Europäern, zu denen Deputierten, meiner Fraktion, aber auch am Europaparlament, die ganz gute Kontakt tun zu der iranischen Opposition. Das Aushängeschild als Madame Mariam Rajavi. Und wir hatten Fertigbrot der Seis-Fraktion Decision geholt, hat, Madame Rajavi auf Straßburg an eine Fraktion zu invitieren. Ich weiß, dass die Organisation People's Mujahideen, dass die nach auf der Liste steht von den Terrororganisationen, wo sie eigentlich aber Eisermeinung noch nicht drauf kriegen. Wir wollen eine neue Initiative mit dem Iran gestartet gehen, als wo sie doch mengen, an der Solana Velo am Iran. Sie könnten einfach auf friedlichem Weg mit den Iranern dahin kommen, dass sie kein Atombomben gingen fabrizieren, also nicht weiter unreichern. Als dann Pression kam von der Präsidentschaft, von der EU, von Herrn Schüssel, aber auch von der französischen Diplomatie, an anderen, wir sollten die Madame auswählen. Da tun wir das finalement zwar nicht so gemacht, wir empfangen es nur nicht am Juni, wir haben gesagt, wir gingen es dann am Juli empfangen. Ich finde das schrecklich. Fand. Also, es wird gemeint, dass von dem Europaparlament die Oppositionsleaderin von der iranischen Opposition ging empfangen. Und da gingen die Iraner natürlich um die gute Initiative, wo auch die Amerikaner wesentlich dazu beigedrungen, dass darum zu Gesprächen soll kommen, da gingen die, die ihrem sabotieren. Ich wusste nicht, dass das Europaparlament so echt geholt ging, auf das das schon gar nicht der Fall. Aber ich fand es aber schrecklich, dass wir als von den Mullahs, die überhaupt kein Menschenrechte respektieren, dass wir uns von denen so behandeln lassen, dass wir tatsächlich an die Knie gehen und losen, aber da könnte die Madame nicht auf Straßburg. Wir lassen sie zwar nicht aus, aber sie soll dann die nächste Kehr kommen. Ich bin ganz traurig darüber, weil ich meine, dass wir keine gute Decision, die wir hier an unserer Fraktion geholt haben.